Hey Leute, das bin ich. Ja, ich weiß, ihr kennt mich schon. Aber heute geht's nicht um mich, sondern um meine fettigen Haare. Genau, die habe ich nämlich extra zu Demonstrationszwecken nicht gewaschen, wie man vielleicht sehen kann. Ja, und heute soll sich alles ums Haarewaschen drehen. Aber ein besonderes Haarewaschen. Mit Roggenmehl. Roggen was? Hä? Ja, ihr habt richtig gehört. Roggenmehl. Also, ich hab nichts zu verlieren. Ihr habt meine Haare gesehen. Und deswegen geht's jetzt mit dem Roggenmehl-Shampoo los. Dafür braucht man einmal Wasser und dann ein bisschen Roggenmehl und so ein Ding, wo man das Ganze vermischen kann. Was zum Vermischen? Und Essig. Ja, da kommen wir später noch dazu, was es mit dem Essig auf sich hat. Jedenfalls muss das Ganze alles in so ein kleines Töpfchen rein und dann mischt ihr das mal gut durch, bis es aussieht wie eine leckere Matschpampe. Das Ganze muss gut vermischt werden und sollte ungefähr die Konsistenz von normalem Shampoo haben, dass es halt ein bisschen schleimig ist, aber nicht zu flüssig und dass man es einfach gut in den Händen und in den Haaren verteilen kann. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr es euch in die Haare schmieren. Ein Euro in die Wortwitzkasse. Okay, auf geht's. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon voller Freude und habe richtig Bock auf dieses Roggenmehl-Experiment. Lecker. Probiert es nicht, okay? Muss man nicht machen. Tja, zum Haarewaschen dazu gehört auch, dass man die Haare nass macht. Und wenn sie nass sind, dann tut man sein Shampoo, Roggenshampoo hinein. Probiert es ruhig aus und gönnt euren Haaren etwas Gutes. Also die Roggenmehlgönnung, das ist wirklich, ja. Die Konsistenz ist echt seltsam. Also es fühlt sich sehr klebrig und matschig an. Das Beste ist aber definitiv diese kleine Essigspülung am Schluss, wo man einen verdünnten Essig nochmal sich über die Haare kippt. Das Ganze soll dafür sorgen, dass irgendwelche Kalkrückstände im Haar entfernt werden, die offenbar irgendwie besonders eklige Mischungen mit dem Roggenmehl bilden können. Ja, macht euch am besten einfach selbst ein Bild vom Ergebnis. Ja, also ich bin jetzt fertig mit dem Haarewaschen und also das Ergebnis ist auf jeden Fall weniger scheiße, als ich gedacht hätte. Insbesondere so die Spitzen sind total fluffig und ja, regenbogenkotzendes Einhorn läuft. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, gut, ich habe Physik studiert. Ich bin grundsätzlich so ein Mensch, der Meinung ist, wenn man ein Experiment macht, dann kann man nicht nur einen Versuch machen und dann sagen, es funktioniert nicht. Außer bei so komischen Experimenten wie Atombombe auf Stadt werfen. Dafür gilt das nicht. Aber ich meine, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ja, also auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass ich das jetzt noch ein paar Mal ausprobieren muss, damit ich mir ein endgültiges Bild darüber machen kann. Aber mein bisheriger Eindruck ist auf jeden Fall, dass es irgendwie schon funktioniert, wenn auch nicht perfekt. Also ich meine, das hier, so Haaransatz, fühlt sich noch so ein bisschen knetgummiartig an. Und ich meine, ich habe auch gelesen von irgendwelchen Bloggern, dass man das Ganze irgendwie länger machen sollte, damit die Haare sich umstellen und die Kopfhaut dann ihre Lebensphilosophie der komischen Roggenpaste angepasst hat. Ja, mag sein. Also auf jeden Fall funktioniert es auf die Schnelle jetzt nicht so perfekt, aber die Haare werden schon irgendwie sauber und sie fühlen sich auf jeden Fall richtig gut an hinterher. Also sie sind so richtig fluffig und irgendwie haben sie so ein bisschen Stand. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man dieses Fett jetzt in den Haaren verteilt hat, keine Ahnung. Ich habe nichts reingemacht jetzt weiter, kein Haarspray oder sonst irgendwas, keine Spülung, gar nichts. Und ja, also es hat den Stress jetzt noch nicht verloren, sagen wir es mal so. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch weiter probieren, was man damit noch machen kann. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit dieser geilen Roggenhaarwaschmethode und könnt mir eure Erfahrungen mitteilen, dann macht das doch bitte. Oder vielleicht seid ihr der Meinung, dass das alles total der Blödsinn ist, dann schreibt mir bitte warum und was ihr für bessere Alternativen habt. Ich werde auf jeden Fall das jetzt für ein paar Wochen mal probieren und zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Eins noch, also man hat ja irgendwie am Schluss musste man das noch irgendwie so ein bisschen mit Essig behandeln, weil Kalk und so irgendwie schlecht. Ja, also ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt noch nach Essig stinke, denn die ganze Bude stinkt jetzt nach Essig und ich kann den Geruch von mir nicht mehr von dem Geruch der Wohnung absetzen. Also wenn ihr keinen Essig mögt, das ist definitiv nichts für euch.
Ich meine, an sich ist es eine coole Idee und ich finde es auch ganz nett, mal sowas zu probieren. Aber ich bin auch nicht so auf dem Öko-Trip, dass ich sage, es muss alles super natürlich sein. Denn was ist natürlich? Manche Leute sagen dann, ja, ich will keine Chemie. Ja, Chemie ist überall. Also wir sind umgeben von Atomen, die ganze Welt besteht aus Chemie. Also das kann nur jemand sagen, der das Fach noch nie an der Uni hatte oder was, ich weiß es nicht. Aber so diese Einstellung, so alles, was künstlich erzeugt ist, ist schlecht. Antibiotika sind auch künstlich erzeugt. Und wenn du eine richtig krasse Bakterieninfektion hast und nicht daran sterben willst, wirst du dankbar sein, dass sie existieren. Insofern möchte ich nicht alle künstlich erzeugten Shampoos verteufeln, außer die, die in so Plastikflaschen verpackt sind. Das geht einfach gar nicht. Und ich möchte auch nicht alles, was irgendwie biologisch und auf dem Feld gewachsen ist, hochjubeln, sondern ich möchte einfach alles für mich ausprobieren und dann rausfinden, was davon funktioniert, was davon gut ist. Ich meine, dieses Roggenzeug ist sicher nicht so schlecht für die Umwelt, weil das ist halt Mehl und Mehl ist biologisch abbaubar. Und was ich mir in die Haare gemacht habe, war ein bisschen Essig und ein bisschen Mehl und ja, Wasser. Und das war's. Also ich meine, das ist sicherlich sehr minimal in dem, was dann Schaden anrichten kann. Ja, und das wäre jetzt alles, was mir eigentlich dazu einfällt. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und ansonsten war's das. Das war's, meine ich.